den Status der Frau auch immer im Fokus zu haben. Also das sehe ich als ein primäres politisches Ziel, das auch auf der ganzen Welt viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Danke mal für die Einladung, dieses Intro am 15. März machen zu können. Finde ich sehr schön, auch die Arbeit von der Ryan Eisler in ein Beta-Codex-Meetup zu bringen. Ich bin im Zuge dieser Posterentwicklung, dieser Sammlung von Meisterinnen, die Beiträge leisten für eine gesunde Wirtschaft, für eine gesunde Gesellschaft, auch auf die Arbeit von der Ryan Eisler gestoßen. Auf ihr Buch Die verkannten Grundlagen der Ökonomie und habe das dann gelesen und fand das unglaublich bereichernd, ihre gesamte Arbeit, ihr Lebenswerk an und für sich, weil es so vielschichtig und weltweit und historisch aufzeigt, mit welche Grundmuster es in Gesellschaften gibt, welche Fehlannahmen es gibt, und die halte ich für sehr relevant. In Bezug, in Verbindung zur Gestaltung von Organisationen. Das passt wunderbar zum Beta-Kodex. Da gibt eben einfach auch Ähnlichkeiten und Parallelen, die in Organisationen zu finden sind, also Alpha-Muster und Beta-Muster, und auch in Gesellschaften zu finden sind, wie sie es nennt, die Dominanzsysteme und die Partnerschaftssysteme. Und das finde ich eine wesentliche Grundlage, um die Welt auch zu verstehen und zu gestalten und auch Unternehmen. Was sind sozusagen die dominanzprägenden Muster in Gesellschaften? Woran erkennt man die? Was spielt da alles zusammen? Und was sind wichtige Parameter für das Gestalten von Partnerschaftssystemen, für das Stärken von Demokratie, für das Ermöglichen, Erzeugen von Gleichrangigkeit, von Gleichberechtigung, von Gleichstellung, das Schützen der Natur, das Fördern von menschlichem Potenzial von klein auf? Was steckt sozusagen auch in ihrer Wirtschaftstheorie der Caring Economy, also der fürsorgenden Wirtschaft. Sie hat eben auch in ihren vielen Forschungsarbeiten bewiesen und aufgezeigt, auch dass der Status der Frau sehr wesentlich ist in Gesellschaften. Denn wenn der Status der Frau höher ist, dann ist auch die Lebensqualität aller in Gesellschaften höher, dann geht es der gesamten Gesellschaft gut. Das ist eine massive Hebelwirkung für den Wohlstand, für die Gesundheit, für die Bildung, für eine gesunde Wirtschaft auch ist. Also das sehe ich als ein primäres politisches Ziel, das auch auf der ganzen Welt viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Und so wie sie eben die Dysfunktionalität hier auf gesellschaftlicher Ebene beweist oder aufzeigt und gleichzeitig die Alternativen zeigt, die es gibt. Also auch sagt, wir können das ja ändern. Das sind ja von uns Menschen gemacht, wir können das ändern. So ist das eben auch wie beim Beta-Kodex in unserer Arbeit, wo man einfach was dysfunktionale Management-Theorien gibt, ja, die auch Lücken aufweisen, die eben keine Gleichrangigkeit und Teilhabe aller zulassen, ja, verhindern. Und das finde ich auch so schön am Beta-Kodex, dass er die Alternative ist, ja, die durchdachte Alternative, die einfach auch sagt, wie können wir Organisationen gestalten, dass sich Menschen einbringen, verwirklichen können, dass gemeinsames Wertschöpfen stattfindet und dass das auch diese Zusammenarbeit in Demokratie einzahlt. Und da betreffen sich diese beiden Theorien sehr und das finde ich wunderschön. Mhm. Selbstverständlich, ja, ohne den geht es ja nicht. Ich lade ein und freue mich auf einen Austausch zur Relevanz von Unternehmen als demokratiebildende Orte, und ich habe den Eindruck, das wird noch immer unterschätzt, und da ist sehr viel möglich, Gott sei Dank, und da können wir sehr viel auch gestalten, und der Beta-Kodex geht nur in Demokratie gedacht, und das werden wir an dem Tag fokussieren. Dann werden wir gemeinsam Demokratie unternehmen. Okay.